Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ja, es musste kommen, was kommen musste. Minecraft hat die Welt gecrashed, also vor allem die Extra Biomes XL und Tropicraft Mods. Ich kam in einen Dschungel, also ich hatte drei Parts aufgenommen, dann kam ich in den Dschungel und dort waren extrem große Bäume von Tropicraft, die extrem dick waren, und blaue Bäume von Extra Biomes XL und ganz viele Pflanzen von Megapack, Plants Megapack, genau, und das hat die Welt zerstört. Da muss ich jetzt eine neue Welt machen, und ja, hatte zuerst mehrere Welten generiert, wo ja nicht so guter Start war, wie zum Beispiel in einem Meer mit Inseln und so, wo überhaupt keine Bäume drauf waren, oder Wüste oder Gebirge. Und jetzt habe ich eine Welt gefunden, wo direkt der Meteorit dort am Spawn war und der Baum ganz kaputt ist. Naja. Immerhin eine Welt, sonst müsste ich da tausendmal neu generieren, damit man schön beginnen kann ohne große Probleme. Ja, wir haben eine große Wiese hier, wir haben Hühner hier. Das ist eigentlich schön optimal, ohne dass wir jetzt lange um Rohstoffe kämpfen müssen. Ja, ich denke, wir werden uns hier irgendwo häuslich niederlassen. Und dann schnell alles wieder aufbauen, was wir so gemacht haben. Also Garten, die Rohstoffe. Sonst ist ja noch nicht viel passiert. Es geht einfach länger bei Mods, Modwelten. Und ja, also. Hier haben wir noch Dinge, Gummibäume. Ja, ich denke, wir werden hier irgendwo beginnen, aber ich suche noch eine Höhle, deshalb ist das eine Höhle da? Ja. Okay, gut. Ein Loch einfach. Naja, ist nicht so optimal. Gehen wir mal ein bisschen rüber zum Wald. Dort ist es besser. So. Du bist ein kleiner Teich. Okay. Es ist halt auch noch nicht so optimal, wie ich es gerne hätte für ein Haus, aber das ist ein Wunschdenken. In Mods kann man da nicht so schnell irgendwas bekommen, das uns genau so gefällt. Oh, cool. Ah, oh, nein, das ist noch von der anderen Welt, schade. Ja, so eine Ego-Tiger-Welt wurde auch generiert. Das war cool. Da haben wir Lava. Okay, schön. Ja, ich finde, der Wald ist sehr schön, also passt gut zu einem Haus für uns. Giftpflanzen haben wir auch noch. Okay. Hier irgendwo. Ja, danke. Töte mich noch. Töte mich noch. Oh, schöner See. Kann man hier irgendwo bleiben? Ich denke, dort drüben können wir bleiben. Oder dort drüben. Ich denke, dort drüben. Das ist doch optimal. Ich finde so ist die Bäume richtig schön. Haben wir einen viel besseren Start als das letzte Mal. Da haben wir nichts bauen können. Da hätte ich zuerst terraformen müssen. Ja, ist halt auch nicht optimal dort. Ach komm. Dann hier. Ja, das geht jetzt einige Zeit. Blöde Wasser.
Oh, da haben wir verschiedene farbige Blumen. Was ist denn das? Ist das auch Megapack? Plants Megapack. Oh, einen hübschen Baum. Also da ein großer Baum in Sichtweite, der nicht zerstört ist. Okay, schauen wir kurz noch die Wüste an und dann beginnen wir. Sonst haben wir dann Probleme mit der Nacht. Aber ich denke, das ist optimal. Was wird's schon Nacht? Nein. Es ist immer irgendwie so am Mittag ein bisschen dunkel. Ja, ich denke, das ist optimal hier. Dann machen wir unser Haus hier am See. Das ist mal richtig hübsch. Und hier irgendwo die Farm. Super. Wir nehmen mal das normale Holz noch. So. Also Essen haben wir. Jetzt müssen wir Steine farmen. Eine Höhle bitte. Ja, es werden wieder wenig Höhlen generiert. Das ist normal bei Mods. Oh, schöner Stein da drin. So. Also eine Workbench. Wir kommen wieder vorwärts. Ich habe ein Achievement bekommen. So, Willi. Komm schnell, Stein farmen. Ja, Gabbro-Stein. Cool. Ein Riss. Und genug Erze. Wir haben ja einige Zeit gebraucht, bis wir genug Eisen hatten. So schön am Anfang Eisen ist echt gut. Also, dann nehme ich hier noch ein bisschen Stein. Dreizehn, 14. So. Können wir gleich mal so die Workbench betätigen. So, und eine Steinaxt. Ah, jetzt brauchen wir dann noch einen Ofen. Die Workbench möchte ich runternehmen. So, dann können wir hier eigentlich zubauen. So, jetzt müssen wir Steine farmen nochmals. Wir müssen es ja mit Steine zufarmen, also zubauen. Weil Holz brauchen wir und wir brauchen naja, wir haben nichts mehr. So, hier haben wir Eisen. Und am Höhleneingang war noch Eisen. So, wir haben genug Stein. Genau, hier war. Oh, ein Enderman. Bitte nicht. Ah, das Skelett ist weg. Okay. Ich dachte, ich werde abgeschossen. So. Machen wir Fackeln, eine Fackel halt. Also vier Fackeln. So, und jetzt machen wir einen Ofen. So. Und machen das Eisen hinein. Oh, was war das denn? Junkbug. So, also eben. Jetzt ist das Plants Megapack weg. Das ist auch gut so, weil es wird einfach zu komisch, die zu abwechslungsreich die Biome gemacht. Also dass neben der Wüste gleich Eis ist oder Dschungel oder nur noch Dschungel kommen. Also es ist immer so sehr generell gemacht, oder? Und das macht die Welt ein bisschen für mich vor allem kaputt. Das ist nämlich mega schade.
Außerdem eben wegen den Megalex. Da weiß ich jetzt auch nicht genau. Das ist einfach die Mischung der Mods, oder? Vor allem Plants Megapack hat da richtig viel Ressourcen schon, dass es verbraucht. Und dann noch eben die großen Bäume vor allem, das führt zu Crash. Also mir ist zweimal Minecraft abgestürzt dann. Und die Welt kann man nicht mehr betreten, oder? Weil die Chunks dann alle wieder auf einmal geladen werden und dann alles kaputt geht. Und jetzt haben wir noch Biomes for Plenty, aber das wurde irgendwie geändert, dass das nicht mehr generiert wird in der normalen Welterstellung. Und wenn man Plenty-Biome macht, dann hat man keine Rohstoffe mehr von den anderen Mods, weil die nicht generiert werden und nur sehr selten. Und das macht die Welt natürlich auch kaputt. Naja, müssen wir halt ein bisschen verzichten auf solche Sachen. Ist egal. Wir machen jetzt einfach wieder neu, haben da schon sehr viel bessere Sachen direkt am Spawn. Und das freut mich. So. Ein Eimer, sehr wichtig. Schafe, also eine Schere für Schafe. So. Und jetzt, ja, sollen wir es wagen? Es sind zu viele Creeper oben. Ich habe jetzt mal die Game Rule noch angepasst, Spielregel geändert, damit ich wenigstens am Anfang nicht überall Creeper-Löcher hinterlasse und dann im Nether auch nicht. Hey, ich will das nicht sehen. Muss mir noch etwas ändern. Das muss mir jetzt ändern. Weil es ja ein Bau-Let's Play ist und nicht irgendwie ein Survival-Let's Play, so extrem. Habe ich das jetzt mal ausgemacht. Ist für mich vor allem besser. Weil eigentlich sollte ich ja die Creeper kennen. Und sollte eigentlich mir nicht passieren, aber die Creeper, wie in den vorherigen Parts auch gesehen, explodieren einfach 5 Meter weit weg. Weil sie denken, sie könnten mir noch Schaden zufügen. Irgendwas ist hier. Es ist irgendwie hier etwas, was die Chunk Errors macht. The Quality. Nein, es ist nicht hier. Tja. Das war es, Chunk Loading. Naja. Soll eigentlich nicht mehr passieren, das ist nämlich nicht gerade so toll. Ja, Schafe haben wir, glaube ich, gar nicht gesehen, oder? Oder waren oben? Müssen wir dann auch suchen. Okay, dann machen wir hier so einen Höhleneingang. Ich möchte gerne auf die rechte Seite, aber wir müssen halt auf die linke Seite gehen. Ist eigentlich schön gut. Dann machen wir dort drauf. Naja. Also machen wir hier. Der Weg nach unten. Hier haben wir Kupfer. Das wir noch nicht gebrauchen. Erfahrener Bergbaumeister. Schön, dass die Mods auch neue Erfolge einbauen und können wir vielleicht mal alle machen. Aber ich konzentriere mich eigentlich nie auf die Erfolge, die sind einfach nebenbei.
Ich habe, glaube ich, gar noch nie alle geschafft. Wenn man einfach sie nicht macht, sozusagen. Ja, toll. Ah, oh, Menno. Wenn Mods keine Probleme machen würden. Hey, hallo. Ich will nicht da durchschauen können. Also ich muss da wegmachen. Smooth World. Und Fast Moth wegmachen. Fast Render. Machen wir das wieder an. Und schauen jetzt, ob es besser geht. Ja, ja. Mods machen halt Probleme. Das ist aber normal. Und die Mods machen halt auch nicht so viel dagegen. Oder können nichts dagegen machen. Naja. Aber Hauptsache, jetzt klappt das mit den Lags. Es war schon ein bisschen nervig, wenn dann immer. Also, ich habe durchgehend 64 Megabyte. Das Ding, FPS. Und hab dennoch Probleme. Also, ist die Chunk-Loadings. Die Chunks laden nicht richtig, also zu langsam. Das führt eben zu diesen Stopper. Das sind eher Stopper, keine Lags. Oh, da haben wir so viel. Das ist gut. So. Bald sollte eigentlich auch wieder Tag sein. Nein, da drauf. Gut. Wir nehmen das noch mit. Ja, Grillen sollten eigentlich Tag andeuten. Aber das sind einfach diese so diese Witness das. Ja, es ist noch Nacht. So könnte ich sehen, aber haben wir etwas zum Brennen noch? Wir haben ein bisschen mehr Eisen. Okay. Wir haben hier auch Kohle wieder. So, und der Korn möchte ich noch mitnehmen für oben. Die Beeren zum Essen hier. Und, ja, das wär's. Kurz schauen. Ja, bald leider. Part fertig. So. Ah, was können wir noch? Eine Eisenschaufel. Ah, wir könnten ein Ding machen, eine Hacke. Die brauchen wir jetzt nicht. Oder können wir auch eine Eisenhacke machen. Eisenschaufel, so. Und, ja. Okay, dann gehen wir nochmals kurz runter. Graben hier weiter. Und dann beende ich den Part. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Jetzt hat eben wieder eine neue Welt. Tut mir leid, aber das kann man halt bei manchen Mods da nicht. Ich denke, das ist ein niegelnagelneues Nordtech von mir gemacht. Und halt ohne Test. Und jetzt sollte eigentlich alles gehen. Die Dinge sind auch weg. Die Chunkbugs, so wie es aussieht. Jetzt kann es richtig losgehen. Ah, ich freue mich so aufs Bauen. Das wird so cool. Das werde ich natürlich direkt so nach dem Zaubertisch anfangen. Ja, vielleicht schon ein bisschen früher einfach ein Holzhaus oder so. Und dann gehen wir Misskräftwelten und besuchen die Biomes OP. Mods, Welten, Biomes, so, ja. Und, jo,
Schauen wir mal. So. Also. Gehen wir wieder nach oben. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, dürft gerne etwas schreiben, etwas ausdenken, was ich machen soll. Oder irgendwie etwas wünschen. Würde mich sehr freuen. Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis nächsten Part.